Und am Tatort steht jetzt mein Kollege Jan-Frederik Langshausen. Jan, jetzt haben wir gerade schon gehört, es gab einen Verletzten. Wie sieht die Situation jetzt gerade aus? Ist die Polizei noch immer vor Ort? Ja, die ist aktuell vor Ort. Man sieht sie auch noch bei mir hier im Hintergrund. Ich muss an dieser Stelle einmal korrigieren. Es war kein Überfall auf einen Geldtransporter, sondern den neuen Erkenntnissen nach war es jetzt der Überfall direkt auf die Bankfiliale, die Volksbank, die man hier auch bei mir im Hintergrund sieht. Die Täter sind quasi auf die Einfahrt, die man da auch bei dem Volksbankfilialen-Schild sieht, raufgefahren. Anschließend haben sie versucht, in das Gebäude einzudringen. Es gab einen Schusswechsel, weil auch Sicherheitspersonal da war. Und dann haben sie ihr Auto, mit dem sie da reingefahren sind, in Brand gesteckt und sind, so hat es uns ein Augenzeuge erzählt, über eine Böschung geflüchtet. Und hier im Hintergrund von der Volksbank verläuft eine Autobahn. Und die Täter sollen diese Autobahn hochgeklettert sein, wo bereits dann ein Fluchtwagen stand. Und mit dem sollen sie dann entkommen sein. Konnten Sie denn Beute erzielen bei diesem Überfall? Das ist aktuell noch nicht klar. Man hatte ja im Einspieler anfangs schon gesehen, dass es bereits im Juni einen Banküberfall genau auf dieselbe Filiale gegeben hat. Auch hier ist noch nicht klar, ob Beute gemacht wurde. Das ist alles derzeit noch Stand oder ein unklarer Stand der Ermittlungen, wie die Polizei uns mitgeteilt hat.